Ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu wenig. Aber gut. 27 Leiter. Na gut, da komme ich ja doch ein bisschen weiter nach unten. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal auf so einer gewissen Grundhöhe. Ja, vielleicht sollte ich aber dann auch durchaus mal anfangen, welche zu setzen. Was halten wir denn davon, wenn ich einfach mal sage, Mensch, ich baue da auch mal Leitern hin. Ich baue hier erstmal eine Fackel hin, damit ich überhaupt weiß, was hier so los ist. So jetzt. Ja. Ist natürlich hammerklasse. Warum? Okay, Moment. Geh mal weg da. So. 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 Oh, verdammt, da sollte natürlich keine Leiter hin. Jetzt habe ich die Leiter eigentlich auch falsch gebaut. Na gut, egal. Warum geht das denn eigentlich nicht mehr? Das ging doch mal. Da muss ich mir auf einer random Höhe einfach mal. Ach so, das wird. Ach doch, warte mal. Kann mich ja auch hinstellen. Dann baue ich mir halt immer hier so ein bisschen in die Mauer quasi rein. In, keine Ahnung, undefinierten Abständen. Damit ich eine Fackel platzieren kann. Und wenn die Leitern leer sind, werde ich mir dort quasi eine Höhle zum Stripmine bauen. Außer ich bin dann schon ganz unten, dann ist das auch ein bisschen blöd. Wo bin ich denn überhaupt? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ist denn hier eine wichtige, was ist denn die wichtige Höhe dafür? Moment, geh mal hoch. X, Y. Dreiundsechzig, da. So. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Sehr gut. Jetzt muss ich mich da erstmal wieder ein bisschen immer runter hier. Orientieren. Dann kommt da nochmal eine kleine Aushöhlung für eine Fackel. Ein bisschen runter kann ich noch. Muss aber ein bisschen vorsichtiger sein, nicht dass ich auf einmal da vor dem Nichts stehe und runterfalle. Na gut, das ist dann eh zu spät, wa? Es wäre nur schade um meine Sachen. Ein bisschen kann ich noch. Also ich habe noch sechs Leitern, das heißt, ich kann noch ein bisschen weiter runter. Und ich bin extra. Warum bin ich denn noch so hoch? Also, das muss mir mal einer erklären. Ich bin an einem ziemlich hohen Point gespawnt. Wenn ich das mal so sagen darf. So, ich habe nur noch vier Leitern, dann manchmal so, manchmal so. Dann würde ich auch noch mal einfach sagen, habe ich das mal auf der Seite gebaut? Ja, okay. Platziere ich doch einfach noch mal eine Fackel, stell mich auf die Leiter, ohne hochzugehen am besten. Das ist super so. Ich kann noch so zwei runterbauen. Das war's. Ich habe keine Leiter mehr. Und damit würde ich sagen, beginnt quasi das Bauprojekt Höhle hier. Dann, nein, die baue ich gar nicht ab. Das ist alles gut. Werde ich mir doch einfach mal hier eine kleine, aber feine Höhle bauen. So, was haben wir? 1, 2, 3. 1, 2. Also 1 müsste noch. So. Und ich hoffe einfach mal, dass ich hier ein bisschen was finde. Ich brauche nämlich durchaus unbedingt Eisen. Und ja, vielleicht finde ich auch ein paar Diamanten oder so. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Aber erstmal das Ding hier aushöhlen und dann kann ich anfangen mit dem Stripmine. Wobei, ich bin noch gar nicht auf der Höhe für Diamanten. Fällt mir mal gerade so ein. So, jetzt muss ich mal kurz zählen. Eins, zwei, drei. Das ist die vier. Ah, jetzt weiß ich natürlich nicht, warte mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö, ich müsste eigentlich nur ein zweiter. Da müsste ich genau auf das andere Ding kommen, was ich da gebuddelt hatte. Moment. Ach hier. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das so. Ich baue mal hier noch eine Fackel kurz hin. Ich sehe nämlich nichts. Ach, die Playlist ist zu Ende. Dann fangen wir wieder von vorne an. Na, ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt so hinhaut. Ja! Es hat funktioniert. Super Geschichte. Baue ich den Rotz hier in der Mitte auch mal ab und ja, was mache ich dann? Ich glaube, ich werde mich mal noch ein bisschen weiter nach unten bauen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich bin ja, im Grunde bin ich ja noch viel zu hoch. Wobei ich dann natürlich gar nicht alles abbauen müsste. Aber gut, jetzt habe ich ja... Ja, eigentlich kann ich das auch so lassen und ich baue mich jetzt einfach hier runter. Sollte ja eigentlich reichen. Hoffe ich. Ich muss ja nur irgendwann weit genug unten sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, auf welcher Höhe man am besten suchen sollte für Diamanten. War das 12? Weil wenn es 12 ist, muss ich ja doch noch ein ganz schönes Stückchen weiter nach unten. Aber gut. Das ist dann halt so. Was soll ich da groß zusagen? Muss man dann durch, wa? Ich dachte, da wäre eine Höhle. Aber ich habe mich zum Glück getäuscht. Das sieht alles so dunkel aus hier. Warum ist das so? Ich finde das nicht schön. Die Spitzhacke verlässt mich bald. Und dann muss ich mir... Wobei, Moment. Nee, das sieht doof aus. Da bitte. Man muss ja eine gewisse Symmetrie wahren. Auf jeden Fall sammle ich beim Stripmine genug Steine für den Turm. Und für alles weitere auch. Also man sammelt ja echt extrem viele Steine. Aber erst... Leck mich am Arsch. Wo bin ich denn bitte hier gelandet? Oh, da ist Eisen. Ich muss da rüber. Ein Smaragd? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da so hinkomme, ohne irgendwie in die Lava gestoßen zu werden. Okay, weiter runter würde ich sowieso nicht mehr kommen. Das heißt, hier werde ich mir irgendwie mal dann später oder gleich was bauen. Ich möchte erst... Nein, Alter! Oh, mein Herz! Oh. Alter, ich kann mich doch selber nicht so erschrecken, ey. Scheiße. Oh, jetzt war ich in der festen Annahme, ich hätte... Du... Oh, leck mich am Arsch. Alter. Verdammt. Alter. Ich war jetzt gerade in der festen Annahme, ich hätte mich geduckt und bin einfach mal schnurstracks geradeaus weitergelaufen. Ja, so kann man natürlich sowas auch einfach mal machen. Ja, man muss ja mal ein bisschen für Aufregung sorgen, ey. Mein Herz. Unglaublich. Unglaublich. Da hätte ich mich jetzt fast selber getötet. Da ist auch noch ein bisschen... Alter. Hier ist viel, viel Eisen. Ich bin... Moment, Alter. Jetzt habe ich gerade ein bisschen hier Schiss, dass ich runterfalle. Ich glaube,
Ich werde mal ganz kurz noch nach oben gehen. Werde mir mal Wassereimer machen. Werde mir Wasser in die Eimer füllen. Und das Wasser dann mal runterlaufen lassen, um mit etwas Glück die Lava, wahrscheinlich werde ich sie komplett gar nicht kaputt bekommen. Aber das lässt sich ja, das sehe ich ja dann. Dann würde ich mir einfach noch mal ein paar, Moment, das Ding kann erstmal weg. Ich möchte mir, nehmen wir mal, so viel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich mache mal so und so, dann habe ich über 64 Stück. Ich will mir jetzt natürlich nicht für alle Leitern bauen, das wäre übertrieben. Aber das ist doch eine relativ gute Menge, wobei ich wahrscheinlich doch mehr brauche. Weil nur 12 Leitern ist ein bisschen wenig, na gut, komm, scheiß drauf. Verballern wir einfach alle, was wir haben. Gut. Achso, ja, nee, Quatsch, so ist natürlich richtig. 27 Leitern wieder, es ist fast ein Déjà-vu. Jetzt Moment, ich brauche trotzdem Eimer, ich brauche Wasser, ich gehe hoch, es regnet, ich bin ja glücklich, Regen ist doch schön. Eher nicht, aber gut. So, dann gib mir mal ein bisschen Wasser. Dankeschön, meine unendliche Quelle. Ich bin so happy, dass ich dich habe. Und jetzt geht's wieder in die Tiefe. Ne, da ist falsch. Bevor ich allerdings in die Tiefe gehe, muss ich mal ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Bis gleich.